Susul, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Sims 4. Wir machen uns heute wieder weiter ans Bauen. Ich muss hier mal gerade schauen. Ich war gefragt worden, ob ich nicht hier ins Elternschlafzimmer Laminat verlegen könnte. Das hier würde vielleicht auch ganz gut passen. Dachte ich mir, so eine Variante wäre vielleicht eine Idee. Man könnte aber auch sowas hier machen. Finde ich auch nicht schlecht. So ein ganz heller Ton. Hier breiter Dielenboden, alte Welt. Auch das hier ist nicht schlecht. So ein dunkelbraun. Fabi, was findest du denn besser? Fabi sitzt nämlich gerade neben mir. Findest du den hellen Boden hier besser? Oder findest du eher so einen dunklen Boden als Kontrast besser? Nee, ich finde den hellen Boden besser an sich, ja. Ich mache hier mal die Anzeige aus. Nee, finde ich besser. Wenn ich es jetzt so sehe, finde ich auch, dass der helle Boden besser wirkt. Dann mache ich jetzt hier erstmal den Boden rein. Ihr könnt ja gerne wieder in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt davon haltet, wie euch dieser Boden hier gefällt, diese Variante hier. Mir fällt gerade auf, dass es gar nicht mal schlecht ist, dass wir hier vor diesem riesen Fenster genau die ganzen Pflanzen haben. Weil dann kann man trotz des großen Fensters nicht hier direkt ins Schlafzimmer reingucken. Will man ja vielleicht auch nicht unbedingt. Okay, dann wurde ich gefragt, wie das Bett heißt. Ich weiß nicht, ob ihr es finden könnt, aber hier steht ein Link drunter. Bed Natural Energy heißt das Ganze. Bei Li.co aka Kilometro auf www.simsstudio.ru. Da könnt ihr mal gucken. Da habe ich das Bett her. Müsst ihr einfach mal durchklicken. Da genau weiß ich jetzt auch nicht mehr, wo ich es her habe. Aber ich finde es ja schon mal praktisch, dass der jemand, der das Bett hier gemacht hat, dass er es auch hier reingeschrieben hat in die Beschreibung. Finde ich super, weil da muss ich jetzt hier nicht groß nochmal durchforsten und kann euch ganz einfach die Frage beantworten. Okay, hier hinten würde ich dann die Kommode hinstellen. Ich überlege gerade, irgendwas wurde ich auch noch, bin ich auch noch gefragt worden hier vom Zimmer von Felix. Aber ich komme gerade nicht mehr drauf, was das gewesen ist. Die hier finde ich nicht schlecht. Die ist schön modern. Passt gut hier rein, finde ich. Die finde ich eigentlich echt ganz hübsch. Jetzt ist nur die Frage, haben wir hier vielleicht noch so ein runder weißer Teppich. So ein bisschen so fransig. So ein flausche Plüschteppich. Die finde ich sowieso immer so toll. Das hier ist doch so ein flausche Teppich. Aber die kann ich leider... Ich finde es schade, dass man die Teppiche nicht größer machen kann. Das finde ich tatsächlich richtig doof. Weil hier würde ich jetzt so gerne so einen riesengroßen Teppich reinmachen. Einfach nur in weiß. Der passt mir auch nicht. Der ist mir auch noch fast zu klein. Das heißt fast, der ist mir noch zu klein. Aber es ist der einzige runde, den ich hier noch finden kann. Und schwarzen könnte man natürlich auch nehmen. Aber ich finde jetzt nicht, dass das unbedingt so toll passt. Gibt es den auch in heller? Den gibt es auch noch in ganz weiß. Ach ja, Bin ich aber auch nicht so der Fan von. Nee. Doch, vielleicht, warte mal hier, vielleicht so diagonal? So ist es vielleicht schon wieder gar nicht mal so schlecht, aber könnt ihr auch gerne mal reinschreiben. Ich finde, das ist sonst hier ein bisschen zu leer ohne Teppich, also es gefällt mir so auf jeden Fall besser. Jetzt brauchen wir hier hinten noch wieder was hin. Wir könnten... Stopp. Runter. Ich wollte eigentlich die Wände erhöhen. Wir könnten gucken, ob wir hier hinten so ein schönes Spiegelchen über die Kommode hängen. So ein ganz schlichtes Teil. Sowas hier. Das reicht ja schon. Was haben wir hier? Ist auch nicht schlecht. Ich finde aber, glaube ich, gibt es den hier auch in weiß. Der ist zu groß. Der ist zu groß. Außerdem, ich hätte den gerne tiefer und ich finde... Dafür, dass er so groß ist, beziehungsweise dass er so hoch hängt, ist er zu wuchtig. Dann finde ich doch den hier besser. Der hängt auch tiefer. Dass sie sich da auch ein bisschen schick machen können. Jetzt brauche ich hier nur noch ein bisschen Deko drumherum. Richtig schön wieder Blümchen. Das hier ist eigentlich ganz süß, aber finde ich jetzt
weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen too much hier für ins Zimmer. Das hier ist schön, passt auch sehr gut zur Tapete, wie ich finde. Noch so eine Blume will ich hier nicht hinstellen. Da haben wir hier vielleicht irgendwie so ein, weiß ich nicht, Schminkzubehör. Guck mal da, da haben wir doch Nagellack. Verschiedene. Das ist doch cool. Genau, stellen wir da den Nagellack hin. Und ich war ja noch gefragt worden wegen so einem Schuhregal. Ja, mein Schuhregal für Männer, ein Schuhregal für Frauen. Ich glaube, für Frauen ist es dann doch irgendwie hübscher. Nee, hübscher ist das falsche Wort. Kann ich hier vielleicht doch übereinander stellen, dass wir unten das für Männer stehen haben und oben drüber das für Frauen? Wartet mal, jetzt muss ich erstmal wieder hier Move Objects. So. Ich will es nämlich ganz an die Wand stellen. Ich will das hier nicht so vor die Wand klatschen. Ich will es hier komplett so. Kann ich das jetzt hier drüber stellen oder geht es nicht? Nein, das geht nicht. Das ist ja blöd. Aber ich könnte das hier so ineinander stellen. Jetzt haben wir hier so eine doppelte Schuhwand. Das wäre doch eigentlich eine Idee. So finde ich es eigentlich gut. Ja, doch, so können wir es lassen. Mir ist hier gerade noch was aufgefallen. Dieses Kistenregal, der faireste Handel. Das ist doch auch ganz cool. Hier so rustikal finde ich sehr schön kombiniert mit so modernem wie hier in der Küche. Ich glaube, da stellen wir auch mal noch da rein. Das finde ich echt eigentlich ganz süß, muss ich sagen. Gut. Jetzt kommen hier noch Bilder an die Wand. Auf jeden Fall. Vielleicht auch noch Lampen. Mit Lampen kann man auch so schöne Dekorationen machen. Aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal, hängen hier erstmal noch Bilder an die Wand. So ein ganz großes, das fände ich hier cool an der Wand. Schwierig. Schwierig, da wieder was zu finden. Das ist echt nicht unbedingt leicht, muss ich sagen. Wie sieht denn das aus, wenn wir es vergrößern? Blöd. Gefällt mir nicht. Das finde ich ist jetzt auch nicht so der Bringer. Oder wir müssen hier wieder so einen Fleckenpudding an die Wand hängen, wie wir schon oben im Computerzimmer haben. Finde ich jetzt hier aber auch nicht so passend. Ja, wie gesagt, es ist echt nicht unbedingt immer leicht. Vielleicht finden wir hier irgendwas bei den Gegenständen von die Wand. Guck mal hier, wir hängen jetzt hier die Schäfchen auf. Das vielleicht jetzt nicht unbedingt. Was haben wir hier noch? Wandkunststrahlenwerfer haben wir hier noch. So groß. Minimal. Wie sieht denn das hier aus, wenn man das hier ein bisschen vergrößert? Nicht so toll, finde ich. So, da würde ich gerne sowas in der Richtung hinhängen. Wie sieht das aus, wenn wir die Herzchen vergrößern? Das ist doch eigentlich schon wieder sogar süß. Ich finde, das hat schon wieder Stil. Das Ganze dann in weiß, weil das Bett auch weiß ist. So, zack. Weil das ist der Schatten leider wieder nicht passend, aber ich finde es trotzdem knuffig. So. Dann hätten wir damit auch hier das Elternschlafzimmer. Ich werde jetzt mal gerade die Lampe weghängen. Ich hätte gerne hier... Nee, brauche eine Lampe. Ach ja, stimmt. Ich war wegen der Lampenfarbe gefragt worden. Weil das ja hier grün ist. Gut, jetzt haben wir den Boden braun. Die Tapete ist ja auch eher in Gelb-Brauntönen gehalten. Deswegen finde ich, passt jetzt die Lampe auf jeden Fall schon wieder besser rein. Meiner Meinung nach. Man hätte hier auch so eine Pflanze hinstellen können. So eine Leuchtblume. Finde ich eigentlich auch mal recht stylisch. Aber das könnte man vielleicht auch hier so nebenstellen, oder? Das hat doch was. Das finde ich schön. Das gefällt mir. Und damit stellt es hier so hin. An die Wand. So, dahin vielleicht. Ist das too much, wenn ich es auf beiden Seiten stehen lasse? Vielleicht gab es ja mal im Doppelpack. Wer weiß. Doch, gefällt mir gut, das Zimmer hier.
Hübsch, hübsch. Also ich würde mich da drin wohlfühlen, glaube ich. Weiß nicht, was sagt ihr dazu? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare rein. Ja gut, was steht denn jetzt noch an? Jetzt steht eigentlich gar nichts mehr an. Auch hier macht sich meiner Meinung nach diese Leuchtpflanze ganz gut. In einer Nummer größer. Wir haben damit das Elternschlafzimmer, wir haben den Kunstraum, wir haben Felix' Schlafzimmer, wir haben das Badezimmer, wir haben hier unten den Flur, wir haben das Wohnzimmer mit integrierter Bar, Computer und Fernsehecke, wir haben den Balkon, wir haben noch ein Bad, wir haben hier den Flur als Eingangsbereich, wir haben hier die Küche. Eigentlich haben wir doch jetzt im Haus alles, oder täusche ich mich da? Nee, ne? Es ist alles. Also ich meine, das müsste alles sein. Ein bisschen was haben wir, glaube ich, hier noch im Garten zu tun. Obwohl, nö, eigentlich haben wir auch im Garten nichts mehr zu tun. Eieiei, heißt das etwa, dass wir jetzt heute fertig sind mit dem Haus hier? Wahnsinn. Dann würde ich jetzt fast mal sagen... Was haben wir hier in meiner Bibliothek? Speichern bitte einmal das ganze Grundstück. Das ist jetzt die Familienresidenz. Schreibt man das oder kommt da ein Bindestrich zwischen? Ich schreibe einfach mal einen Bindestrich dazwischen. Wir haben zwei Schlafzimmer, wir haben zwei Bäder. Beschreibung muss ich jetzt eigentlich keine eintippen. Es wird jetzt einmal in der Bibliothek gespeichert. Subi. So, genau. In der Bibliothek haben wir es. Jetzt laden wir es noch hoch. Einmal in der Galerie teilen. Das überschreiben wir jetzt einfach. Supi. Jetzt haben wir es auch hochgeladen. Gucken wir mal, ob wir es hier jetzt finden können. Hier haben wir es. Genau, du hast dein Grundstück gespeichert, die Familienresidenz. Jetzt habe ich es nochmal... Ach, jetzt habe ich es hier geteilt. Genau. Meine Bibliothek. Nee, das war woanders. Finde ich das jetzt, wenn ich hier nach mir suche? Warum finde ich mich nicht? Vielleicht sollte ich auch nach der Origin-ID suchen und nicht nach Hashtag. Ich bin auch eine Pappnase. Da haben wir die Sepp-Familie und das einfache Familienhaus. Warum ist hier jetzt das Haus nicht drin? Das wundert mich jetzt gerade etwas. Die Sepp-Familie ist doch drin. Warum kriege ich das denn jetzt nicht hier? Können wir das, was passiert denn jetzt, wenn ich das über Welt verwalten mache? Kann ich nur die Grundstücksart ändern? Okay, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare rein, ob ihr das Haus, ob ihr die Familienresidenz bei mir findet. Wenn nicht, dann muss ich da auf jeden Fall nochmal nachgucken und schauen, woran es liegen könnte. Und ja, ich habe da noch so ein Bauvorhaben aktuell im Kopf. Damit würde ich gerne in der nächsten Folge mal anfangen. Über das alte Haus hier drüber gucken wir erst noch mal, wenn sich die WG teilt. Dann gucken wir da noch mal in den
einzelnen Räumen nach, was man da vielleicht verkaufen kann, was man ändern kann. Da gucken wir dann nochmal nach. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich dafür, dass ihr mich hier beim Haus begleitet habt. Sagt nochmal, was ihr zum Boden jetzt im Schlafzimmer sagt. Und wie gesagt, auch ob ihr das Haus findet unter dem Namen Familienresidenz bei mir, bei Kadi 288. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Restdonnerstag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss!